Ich hatte eben das Glück, dass ich mich so bei 1000 Metern schon eine Körperlänge vor den Ukrainer setzen konnte. Und ich wusste eben, dass er einen starken Endspurt hat, deswegen war diese Körperlänge eben so wichtig. Und ich hatte dann einfach gehofft, dass ich so bei den letzten 200, 150 Metern das noch über die Zeit bringen kann und da diesen Vorsprung eben einigermaßen halten kann. Das hat nicht so wirklich geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Hat eben dann hinten nur ganz, ganz knapp gereicht. Das war einfach ein extrem blödes Gefühl eigentlich, die letzten 150 Meter, dass er immer näher rankommen ist und ich eigentlich gar nicht mehr weiter wegschwimmen konnte. Deswegen war ich einfach auf der letzten Bahn unheimlich froh, dass ich gesehen habe, okay, gut, jetzt ist er wirklich am Limit. Ich bin auch am Limit, aber es reicht für einen Europameistertitel. Ja, wir wussten, dass wir sehr gut drauf waren. Wir hatten den Weltrekord im Rücken, wir haben unseren Europameister verteidigt. Wir wussten, dass wir wirklich gut durch die Saison gekommen sind, dass wir fit waren, dass wir gut trainiert haben, dass wir auch in der Wettkampfvorbereitung direkt wirklich jede Einheit mehr als 100% gegeben haben. Da haben wir uns wirklich bis aufs Mark runter trainiert, haben uns dann wirklich selber gut ausgesteuert, haben viel miteinander gesprochen über Technik, über Taktik, sodass wir dann wirklich wussten, wenn die WM startet, sind wir fit. Und dann haben wir in der WM einfach gesagt, jetzt ist wieder unser Rennen, jetzt sind wir soweit, jetzt geben wir Vollgas. Es gibt mir Selbstsicherheit, es gibt mir Selbstvertrauen, es gibt mir Lebensfreude, Energie, weil ich halt weiß, das, was ich liebe, das, was ich halt gerne mache, was mein Hobby ist, was meine Leidenschaft ist, was deswegen auch mein Beruf ist, sich auch auszahlt durch mein Training, durch meine Arbeit. Und ja, das gibt mir einfach alles wieder. Also ich habe schon im Endspurt gemerkt, dass ich den Platz 3 sicher machen kann. Da habe ich wieder gesehen, dass die ersten beiden wieder ein Stück weg sind und ich war mir relativ sicher, dass ich den Endspurt auch gewinnen kann, weil das eine meiner Stärken ist. Es war einfach eine große Erleichterung auch, große Freude, weil ich bin Medaillenzähler, das war ich schon immer. Im letzten Jahr bin ich ohne Medaille nach Hause gefahren, das hat mich schon geärgert. Die letzten zwei Jahre waren allgemein nicht ganz so einfach und nicht ganz so, wie ich sie mir erhofft hatte. Aber mittlerweile habe ich mich wieder dahin gearbeitet, wo ich sein will. Und am liebsten möchte ich noch ein bisschen weiter nach oben. Da ist die Bronzemedaille dann fast auch schon, das war einfach nur die Bestätigung und nicht unbedingt nur, dass ich die Medaille gemacht habe, sondern dass ich wusste, ich kann es und dass da vielleicht auch noch mehr drin ist.